Was geht ab, meine lieben Freunde? Ey, falls ihr mich noch nicht eingetragen habt beim Supporter Creator, ich würde mich unglaublich freuen, wenn ihr meinen Code Revenzeit einfach eingeben würdet, meine Freunde. Das wird nach 14 Tagen wieder gelöscht, also vergesst nicht immer wieder abzuchecken. Ich würde mich echt mega dafür bedanken. Lasst auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben da bei diesem Video. Dankeschön, ich küsse eure Augen. Viel Spaß bei diesem Video. Ciao. Oh, Papa trinkt und Papa hat direkt wieder Bock. Dann gehe ich mal kurz irgendwas mit meinen zwei Lieblingskinder machen. Überraschung! Dein, geht's dir gut? Dein! Oh, ich muss noch eins saufen. Nein, Stein! Oh Gott, Alter, ich hätte niemals diese Waffen zum Geburtstag schenken sollen. Lukas? Ja? Komm mit raus in den Garten, es ist 3 Uhr nachts, ich hab richtig Bock, dir an die Fresse zu hauen. Komm in die Garage. Halt den Mund, komm hier in die Garage, ich bin wieder angetrunken. Los, komm! Ich schon wieder. Stein, pack mal einen Loser-Tanz aus, damit du gleich zugucken kannst, wie dein Bruder zusammengeschlagen wird. Bin ich dahin. Los! Ah, Lukas, ey. Lukas, guck mal hier, hier oben kannst du nichts wohnen, hier, du Loser. Oh Gott. Hey, Lukas, kleines Säckchen. Hör auf, Lukas. Hör's auf. Du hast die Garage kaputt gemacht, Lukas. So, ich hole jetzt aus dem Werkzeugkasten hier eine Knarre raus und dann schiebe ich dir in den Stein. Hör auf, hör auf. Geht wieder ins Bett, ich trinke jetzt einfach noch, bis ich ein bisschen mehr Frust rausgelassen habe. Die Fresse, denkst auch, du bist fertig. Ich komm gleich nochmal rein, hau dir richtig auf die Fresse. Du musst doch noch irgendwas zu saufen sein. Ah, Stein, ich liebe dich. Lukas, ich hasse dich über alles, Alter. Oh, noch ein Saufen und noch ein. So. Ja, das bin ich. Mach mal Platz hier, ich hab wieder ein bisschen was intus. Ich klatsch deinem Bruder jetzt mal noch schön eine auf die Schnauze, dem kleinen Hund. So, Lukas! Dein nein, mein Bett! So, und noch ein von Papa. Hilfe! Du brauchst gar nicht rufen. Dich hört doch. Oh, Lukas, jetzt ist hier noch eine Wand kaputt. Hilfe! Lukas! Hilfe! Lukas! Hilfe! Hallo? Was machst du? Mein mitkommen. Was? Komm mit. Ihr kommt jetzt mal nicht. Hä? Was? Ganz ruhig. Shh. Was soll das? Was soll denn das? Yeah. Nein, ich komm nicht mit. Trink das. Oh, noch mehr Suff. Geil, ich. Oh, oh Gott, mir wird schwindelig. Ich. Ja, oh, alles gut. Oh, ich will schwindelig. Oh. Oh. Hä, was? Wo bin ich? Ich. Oh, mein Kopf. Aua. Oh, ich muss erstmal pinkeln. Ich. Oh, okay, mal hier. Hallo? Hallo? Wo bin ich hier? Die Tür. Sie schon wieder. Hallo, mein Lieber. Wo bin ich hier? Was ist das? Na, bist du aufgewacht? Ja, was ist denn das hier? Willkommen in der Irrenanstalt. Was? Nein, das ist. Ich bin nicht verrückt. Was soll denn das? Ah, das sagen alle. Du bleibst hier für immer. Hey, ich will hier raus! Ich will hier raus! Hey, so, hier noch ein kleines Trink drin. Für dich. Nein, ich trink das nicht. Ich trink das nicht. Von letztem Mal bin ich ohnmächtig geworden. Extra noch ein kleiner Shake. Nein! Okay. Ich bin nur alkoholkrank, ich hab kein Problem. Könnt ihr mich nicht einfach hier rauslassen? Ich hol kurz die Pillen. Was? Nein! Oh Gott, sind hier noch andere oder bin ich hier alleine? Komm mal, mach's los. Nein! Meinst du, der passt hier hinten rein noch? Was? Wo hinten? Was? Wo? Hilfe! Hilfe! Still, die Spritze muss rein. Nein! Au! So, in den Popo. Nein! Au! Wo bin ich denn hier? Lass mich hier raus, die Tür ist zu! Bleib hier. Kein Geschlechtsverkehr in der Zelle. Hallo! Schluss damit! Hör sie auf, lachen! Was ist denn mit den beiden da hinten los? Wie lange sind die schon? Wie lange sind die beiden? Bitte in die grüne Ecke. Okay, wo sind denn? Wie lange sind denn die beiden schon da? Bitte deine Augen. Genau, schließ deine Augen und beruhig dich. Warum ist denn? Kann ich mal mitmachen? Kann ich? Entschuldigung. Kann ich mal, sie scheinen ja die Normalste zu sein. Der, ist das, was ist der andere Mann? Ist das der Doktor? Ja. Was meinst du denn? Der mit dem orangenen Shirt. Ja, natürlich, das ist unser Doktor. Ganz kurz, ich bin nicht verrückt. Ich bin nur leicht alkoholkrank. Wirklich mehr. Ich, alles wie lang sind, ich verstehe. Wie lange sind die anderen beiden denn schon hier? Schon sehr, sehr lange.
Okay, warte, ich weiß. Hier verlässt keiner mehr diesen Ort. Okay, dann besprecht ihr mal ganz kurz, ich versuche mal mit den anderen beiden hier. Nein, bitte in die grüne Ecke mit dir. Hallo. Sind wir nochmal Stuhlgang ab? Nein, genau. Alles gut. Wo sind denn meine Kinder? Ihr beiden seid die Spitze. Ja. Hier noch ein. Dr. Kröte, wir müssen kurz etwas besprechen wegen unserem neuen Patienten. Oh okay. Gott. Kommen Sie mit. Pillen oder Pfeife, oder? Das weiß ich noch nicht, ob wir ihn vielleicht doch einfach nur misshandeln sollen. Wie lange seid ihr beide schon hier? Also, kann ich nicht. Okay, vielleicht können wir einfach. Wollt ihr nicht auch hier raus? Ich meine, wollt ihr nicht auch hier einfach rauskommen? Okay, ich saß in der Ecke, Dr. Kröte, ich saß in der Ecke. Bitte nicht. Ja, so ist gut. Ich will das alles nicht. Und jetzt gib mir eine Umarmung. Nein! Das gibt die rote Karte. Gott, da gehe ich mit den anderen beiden in die Zelle halt, wenn sie das wissen. Oh Gott, der eine hat den anderen einfach umgebracht. Ich will hier nicht rein. Ich will den. Ich will hier nicht rein. Auf dem Fernseher hier läuft nur Müll. Habt ihr nicht Dschungelcamp oder sowas? Dr. Kröte, können Sie bitte zu mir kommen? Wir müssen das hier alles mal notieren. Die Tür brauchen wir eventuell. Okay, ganz kurz, wenn du kurz aufhören würdest, Lukas! Lukas, hörst du mich? Hey, Lukas! Lukas, komm! Hey. Ich bin hier, ich sehe euch Tante bei WhatsApp, ich bin in der Irrenanstalt, die haben mich hier eingesperrt, komm schnell! Geht's euch gut? Ich weiß, ich hätte gern echt einen anderen hier in der Zelle. Frau Schwester, vielleicht gibt's ja die Möglichkeit, dass ich hier mit dem anderen. Oh, das ist mein Sohn! Das ist mein Sohn! Du bleibst hier drin. Das ist unser Papa, wir sind nicht zu sehen. Doch, wir Kinder, suchen. Kinder! Wie geht's dir, Papa? Kinder, ruf bitte die Polizei, wirklich. Ich bin hier eingesperrt worden. Der eine hat den anderen einfach in der Zelle umgebracht und gegessen. Also ich würde sagen, der Stuhlgang ihres Sohnes ist sehr bedenklich. Der muss auch hier bleiben. Bitte also, Lukas, ich weiß, ich war nicht immer fair zu dir, aber bitte tu irgendwas und hol mich hier raus. Bitte, Lukas, ich... Trinkst du nie wieder Alkohol? Lukas, das kann ich dir nicht versprechen, das weißt du. Aber ich will nicht mehr in die grüne Ecke, Lukas. Guckst dir an, ich muss den ganzen Tag... Ich muss den ganzen... Oh, was? Bitte. Nein, Lukas, hol mich bitte hier raus. Wir werden uns sehen. Gehen Sie wieder rein. Nein, der bewirft mir den Ball. Gehen Sie wieder rein. Ich glaube, Patient X ist bereit zur Paarung. Wollen wir uns das mal anschauen? Was? Nein, ich will nicht. Der Los Tiefer. Geht's. Oh, Hilfe. Interessant. Beiseite mit dir, du. Lass mich. Oh, warum ist der grün? Auch nicht. So langsam merke ich, dass die Therapie hilft. Ich meine, ich will hier raus. Kann man hier noch mit einsteigen? Herr Doktor, bitte. Doktor. Ich möchte hier wirklich nur raus, bitte. Ich will hier einfach nur raus. Echt? Ich werd selber schon wahnsinnig hier. Sollen Sie Schluss? Das sind meine Kinder! Das sind meine Kinder! Ja! 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 Wo ist die Schwester? Ja! Freiheit! Kommt, Kinder, schnell weg hier! Okay, Kinder, wir ziehen einfach um. Wir ziehen einfach um. Wir wohnen jetzt in der Tankstelle, okay? Da finden Sie uns niemals. Wir verstecken uns hier vorne einfach im LKW, okay? Kinder, kommt her. Kinder? Wo bist du denn, Papa? Hier vorne beim Einkaufsladen, Kinder! Ah, ich komm. Komm schnell. Die werden uns suchen. Okay, Kinder, passt auf, warte. Wir wohnen jetzt erstmal übergangsweise hier, ne, wie Papa? Früher? Wie früher hier in dem LKW. Guck mal hier, Kinder. Warum hast du unsere Deckung weggemacht, Lukas? Du grinst die Bieler. Papa, liebst du mich jetzt wieder? Okay. Oh Gott. Stein, mach doch was! Okay. Kinder, wir müssen hier weg. Kinder, kommt mit mir. Kinder, nutzt eure Grappler und kommt mit mir. Wir verschwinden nach oben zum Flugfeld, da werden wir es nicht finden. Okay, Kinder, pass auf, wir verstecken uns jetzt einfach hier. Ich muss erstmal einen Schnaps zur Beruhigung trinken. Hä? Nein. Aufhören? Und ich dachte, wir alles wird gut. Lukas, Stein, wir wohnen jetzt erstmal für eine lange Zeit hier. Oh.
Was ist das denn? Lukas, ist das vielleicht... Könnte mir das vielleicht helfen? Was ist das? Wasser? Weinst du, Lukas? Das wär's für dich, Papa. Trink mal lieber sowas. Aua! Gib mir Soft! Nein! Keine Alkohol! Lukas! Nein! Wir bleiben jetzt hier oben am Berg und keiner wird jemals feststellen, wenn ich dich umgebracht habe. Stein, danke, dass du mich da gerettet hast. Du bist der beste Sohn. Patrick, ich weiß. Und ich nehme jetzt das Leben. Hupsi, auf Wiedersehen.